Moin Moin und herzlich willkommen zum Sonntagabendstream mit Hardcore Colonization. Diesmal nicht zur Kaffeetrinkenzeit, sondern am Abend. Ich hatte am Wochenende noch ein bisschen was vor und wollte einfach sicher gehen, dass ich rechtzeitig mit allem fertig bin, und das hat auch ganz gut geklappt. Und in diesem Sinne, hallo und willkommen, und ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und ein warmes Wochenende. Oh Gott, ist das warm. Es ist hier auch fürchterlich warm. Ich habe meinen Computer unterm Dach stehen. Super Entscheidung. Ich wünschte, ich hätte einen Keller. Ja, ich hoffe, ihr habt schön in der Sonne gesessen, habt das Wochenende genossen, vielleicht das erste Mal den kleinen, großen oder vielleicht sogar den ganzen Fuß, nicht nur den Zeh, ins Wasser vom Baggersee um die Ecke gesteckt. Ich nehme an, das ist noch ein bisschen kalt. Ordentlich gegrillt, bisschen das Wochenende genossen. Und jetzt gucken wir mal, was wir heute hier hinbekommen. Und in diesem Sinne erstmal hallo an den Zersieler, den Medic, den Proxy, den El Seppo, den Prios, den Morzahn, den Baha, der hier auch schreiben kann, Make It Creative, Jannekai und alle, die sonst schon da sind. Ach, der Brockenbrain ist auch noch da. Ja, ich habe auch mal ein bisschen noch an der Kamera rumgespielt nach dem Feedback, dass die Farbe relativ kalt, milchig rüberkam. Habe ich mal ein bisschen den Farbregler aufgedreht noch und übersteuere das jetzt einfach mal ein bisschen. Da müsst ihr mir mal sagen, ob es jetzt ein bisschen besser passt und ob ich jetzt nicht mehr aussehe, als ob ich irgendwie frisch aus der Gefrierkammer gekommen bin. Ja, und ansonsten verlustieren wir uns heute mit Hardcore Colonization und, um die Frage gleich zu klären, wieder einem leckeren Dithmarscher, frisch aus dem Kühlschrank. Wartet mal. So, jetzt muss ich langsam echt Werbeeinblendungsgeld nehmen. Jetzt sieht man das ja auch noch. Einfach nur, weil ich echt was Kaltes heute gebraucht habe. Also ein Whisky wäre heute gar nicht gegangen. Ich glaube, da kriege ich einen Kreislaufkollaps. Gefühlt hat es hier in der Bude, ich weiß es nicht, 32 Grad oder so. Und ich nehme an, dass jetzt der Rechner läuft, wird es über die Dauer nicht besser machen. Also ihr könnt hier langsam zugucken, wie ich in den nächsten 2 Stunden zu schmelzen beginne, so wie die Hexe des Westens. Und bevor das soweit ist, gucken wir aber mal, was wir so zu tun haben. Es gibt nämlich so ein paar Dinge, die wir noch offen haben. Da sind ein, zwei ganz einfache Sachen mit dabei, nämlich unseren Scansat am Mond platzieren und nach Biomen scannen. Wir haben hier noch was wir direkt auf dem Landingpad machen können. Und dann ist für mich heute so das Hauptthema eigentlich, mit dem ich mich gern beschäftigen möchte, mit euch zusammen, die Raumstation für den Mond zu starten. Und jetzt, wo wir schon mal hier sind, gucken wir gleich mal rein. Da gibt's einiges. Science Data from Surface of the Moon. Das würde sich natürlich sehr anbieten, weil da haben wir Typen unten. Das können wir gleich mal erledigen. Ich wollte eh bei der Raumstation gleich vorbeigucken. Und ihr habt ja jetzt die Liste gesehen. Ihr könnt euch mal einen Kopf machen, was euch davon ansprechen würde, was wir mal machen könnten. So, und ja, Neo Kerman, das ist, mein Gesicht kann ich leider nicht ändern. So gute Filter gibt's da nicht. Damit müsst ihr jetzt leben. Gut, dann gehen wir mal als allererstes zu unserer Mondstation und werfen da einen Blick drauf. Oh Gott, hier wird man ja direkt erschlagen. Wir haben noch knapp 4 Stunden Zeit, bis der Scansat ankommt. Und die Mondstation müsste langsam wieder, tut sie auch, in den dunklen Bereich übergehen. Das heißt, wir gucken da mal sicherheitshalber nach, dass auch wirklich die die Fuel Cell läuft, damit da keine Unfälle passieren, wie beim letzten Mal, und wir wieder fast alle sterben. Und auf jeden Fall ist das für mich noch die Lektion, dass wir unbedingt mal gucken müssen, ob ich schon irgendwas Generatormäßiges oder sowas habe. Ich glaube, die Fuel Cell war irgendwo direkt hier angebaut. Wenn wir Oxygen anhaken, müssten wir es relativ schnell finden da. So, da geht nämlich der Strom schon wieder von dannen, und dann machen wir das hier mal an. Habitat läuft aber. Wo hat er denn seinen Strom herbekommen? Vorher. Ach, ich glaube. Nee, Life Support ist auch an. Dafür war es aber relativ entspannt, muss ich sagen, was er an Strom verbraucht hat. Bin positiv überrascht. Okay, aber jetzt kommt wieder die lange Nacht. Da sollte er auf jeden Fall über die Fuel Cell arbeiten, weil wir sonst früher oder später natürlich wieder das Problem kriegen, dass wir nichts tun können. So, und jetzt hoffe ich mal, wir haben eine Funkverbindung. Ja, die haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir was ganz Einfaches. Wir nehmen jetzt hier so einen Magnetometer-Scan und funken den rüber. Das sollte eigentlich reichen. Genau, tut es auch. Sehr schön. So, dann haben wir hier schon mal... Meh, bitte geh wieder zu, danke. Ja, dann haben wir hier schon mal wieder 50.000 verdient und ein paar Science-Punkte.
So, und der Live-Support hier oben sieht so aus, dass wir im Moment noch 90 Tage durchhalten. Die Habitation hält noch länger durch, das heißt, in 90 Tagen ist hier so langsam das Essen alle. Sind also noch gute 3 Monate, bevor Finish ist. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe um die Mondstation, glaube ich, kümmern. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal schnell dieses kleine Experiment auf dem Launchpad, um die langweiligen Sachen direkt am Anfang abzuhaken. Und schauen dann mal. Und die Zeit nutze ich dann mal, um wieder nochmal eine kleine Werbeeinblendung zu machen. Das Vlog habe ich noch nicht fertig bekommen. Dann muss ich mal gucken, ob ich das morgen auf die Schnelle mal mache. Für alle von euch, die nächstes Wochenende noch nichts vorhaben, am 3.6. gibt es ein Körbel.de Community-Treffen in Berlin. Da werden auch der Emojack und ich vor Ort sein. Und jeder, der Lust hat, vorbeizukommen, dem würde ich das dringend empfehlen. Ich habe gehört, der Emojack hat sogar Autogrammkarten mit dabei. So geht das hier los. Falsches Haus. Ich will da rein. So, hallo hast du? Nein, du hast noch nicht viel verpasst. Und zum Thema 1.3 geupdatet. Also mein Steam hat schon geupdatet, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, nachzugucken. Die meisten Sachen drehen sich ja auch eigentlich um Sprachen, die ich nicht spreche. Also es gibt jetzt Unterstützung, glaube ich, für Russisch, einfaches Chinesisch und noch irgendwas. Das waren das dritte. Also es sind 3 zusätzliche Sprachen reingekommen. Deutsch ist nicht mit dabei. Von daher fand ich das jetzt für mich persönlich nicht ganz so spannend. So. Und die meisten Mods sind natürlich auch noch nicht geupdatet. Deshalb, bevor ihr jetzt fragt, wird diese Serie hier auf 1.3 geupdatet? Ja, aber erstens warte ich auf die 1.3.1. Ich werde keine 1.3.0er spielen, weil erfahrungsgemäß Squad stabilitätstechnisch gerne noch ein bisschen nachbessert. Und das zweite ist, dass die Mods einfach nachziehen müssen. Ich habe hier 52 Mods installiert. Das könnte einen Tag oder zwei dauern, bis die alle up to date sind. So, wir müssen die Spider Liquid Fuel Engine testen. Und ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal einen kleinen Satelliten und die Spider Engine irgendwo oben drauf. Zack. Und eine Antenne, damit das funktioniert. So, ich glaube, das reicht schon. Gut, dann können wir das hier einmal abhaken. Und das starten. Wenn wir das zünden, müsste das eigentlich schon direkt gewesen sein. Normalerweise. Genau, also inhaltlich ist bei der 1.3 nicht wirklich viel Neues mit dabei. Deshalb habe ich da auch noch kein Video oder sowas zu gemacht, weil, wie gesagt, es sind halt 4 Sprachen und genau Spanisch ist dann die vierte. Vielen Dank. So, das soll es gewesen sein. Sehr schön. Und dann können wir das wieder zurückholen. Und ansonsten inhaltlich passiert nicht allzu viel. Spannend wird es noch, dass jetzt auch die Expansion kommt. Also ein DLC. Ich habe mal geguckt, ich habe meinen Kerbal Space Program 2 Monate zu spät gekauft. Alle, die es vor April 2000. Was war's? 14? 12, 13, irgendwie sowas gekauft haben. Die bekommen kostenlos das DLC mit dazu. Ich habe im Juni des richtigen Jahres meine Kerbal Space Program Version gekauft. Ganz hervorragend. Ich werde mir das DLC also kaufen dürfen. Tja, so ist das halt. Man kann nicht immer gewinnen. So, dann haben wir hier jetzt unsere lange Liste an Dingen, die wir theoretisch tun könnten. Hier die Dinge, die wir eh schon tun. Wir könnten natürlich noch eine Mimus-Raumstation nach der Mondraumstation bauen. Halte ich auch nicht für ganz unsinnvoll. Wir könnten einmal die Crew der Kerbin-Raumstation rotieren lassen gegen eine neue Crew. Also hauptsächlich müssen wir die alte halt rausholen. Wir könnten uns nach Duna auf den Weg machen. Halte ich für ein bisschen verfrüht. Ich habe, glaube ich, noch nichts, womit ich lang genug Habitation generieren kann. Wir könnten eine Flagge auf Minmus aufstellen. Mal wieder. Wilde Magnetic Field Surveys machen. Was kommen hier? Verschiedene Rescue und Tests. Ein Minmus-Satellit. Ein geosynchroner Orbit mit einem Satelliten. Touristen über die Badlands. 1, 2, 3, 4 Touristen über die Northern Mountains. Was haben wir noch? Flyby of the Moon mit 4 Touristen.
Multimoon Flyby mit drei Touristen. Also die wollen wahrscheinlich, was wollen sie alles haben? Bap. Moon einmal und Minmus. Ja, also wollen halt an beiden Monden vorbeifliegen. Und dann haben wir noch drei Touristen. Oh, die drei Touristen, die gerne unsere Raumstation besuchen wollen würden. Das wäre doch mal was. Und ein Hold a Space Camp. Was? Mortimer beschwert sich die ganze Zeit über die Kosten, um neue Astronauten anzuwerben. Ah. Statt unser Geld zu verschwenden, um Rekruten zu trainieren oder irgendwelche Kerbals aufzunehmen, die wir aus dem Low Orbit retten, könnten wir ein Space Camp aufsetzen und bezahlende Touristen trainieren, damit sie unserem Raumprogramm beitreten. Ah ja. Ah ja. Wir sollen sie für längere Zeit in den Orbit bringen und wenn sie zurückkommen, werden wir sehen, welche gute Kandidaten sind. Okay, das sind, wow, das sind echt viele. 14 Touristen für 40 Tage. Das ist viel Habitation, glaube ich. Da muss ich die Raumstation aber deutlich erweitern und die dann wieder zurückholen. Und dann werden wohl welche von denen zu Teilnehmern am Raumfahrtprogramm. Okay, gibt's also auch. So, jetzt gucken wir mal, was der Chat bisher so gesagt hat. Eine Probe nach Duna losschicken. Das könnte man natürlich machen. Wir könnten zumindest mal gucken, wann das nächste Startfenster ist. Welcher Antrieb ist am besten, um nach Duna zu reisen? Mit welchem Treibstoff? Also am besten ist meiner Meinung nach ein Xenon-Antrieb dafür. Es ist aber auch das langwierigste. Aber das ist am besten für so Langzeitmissionen. So, gut, also da hörte ich schon jetzt zweimal den Vorschlag, dass wir mal eine Probe nach Duna schon mal vorschicken. Wie lange haben wir denn da Zeit? Der ist unbegrenzt. Okay, also Freunde, ich mach mal Folgendes. Ich nehme den mal schon mal an. So, und dann haben wir noch einen frei. Und klar kann man mit Xenon nach Duna fliegen. Das ist ja in der anderen Serie gerade zu sehen. Man kann sehr schnell sogar mit Xenon nach Duna fliegen. So, und wir machen uns mal ein Alarmglockfenster auf, wann denn der nächste Transfer nach Duna sinnvoll möglich wäre. 176 Tage. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da können wir uns erstmal um andere Sachen kümmern. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir werden jetzt einmal gucken, dass wir die Scan, den Mondscansat in Position bringen. Und dann machen wir uns mal einen Kopf über die Mondraumstation. So, Scansat, wo ist er? Mondscansat, Kerbin-Mondscansat, da ist er. Gut, weil das ist eh in 3 Stunden fällig. Ja, für die Kerbals schnell. Also, deshalb sagte ich ja, es ist der beste Antrieb. Es ist natürlich nicht der spielerisch schönste Antrieb, weil man dann natürlich ein paar Stunden da sitzt und beim Brennen zuguckt. Und das ist natürlich ein bisschen zäh, spielerisch. Aber es ist der schnellste und effizienteste Weg nach Duna. So, dann hauen wir hier mal den Zeitraffer rein, würde ich sagen. Da kann ja jetzt nicht allzu viel passieren. Was habt ihr Schönes am Wochenende gemacht? Ja, für euch mache ich das gerne, klar. Ich fliege auch gerne mit Xenon-Antrieben rum. Ich habe da vielleicht so einen kleinen Xenon-Fetisch. Da ist wahrscheinlich irgendeine Synapse bei mir kaputt gegangen beim Iron Kerman 2016. Als ich da mit Xenon in der Gegend rumgeheizt bin. Ein bisschen zu oft, zu viel und zu lange. Gut, dann können wir jetzt hier einen Retro-Orbit einschlagen. Dankeschön. Und ich würde sagen, ich mache einfach mal an. Wie lange müssen wir brennen? Gar nicht so lange. Gut, haben wir noch Zeit. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, die ist jetzt abgelaufen. Und dann geben wir jetzt ein bisschen Stoff, um das hier noch rein zu brennen. Und dann haben wir auch schon unseren Scanner in Position und können schon mal anfangen, hier nach Biomen zu scannen. Interessant wird es natürlich, glaube ich, noch, und das können wir mal gucken, ob wir das irgendwie mit der Raumstation verheiraten können, ob ich schon Technologie oder Zugriff auf Technologie habe, um jetzt hier mal nach Ressourcen zu scannen, weil ich würde eigentlich gern gucken, wenn wir die nächste Raumstation machen,
Also irgendwann wird ja hier, ne, 90 Tagen ist ja absehbar, ist hier zumindest erstmal Crewwechsel angesagt. Und ich würde eigentlich gerne mal nach Ressourcen scannen, weil die nächste Raumstation von der Idee her sich ja auch nach und nach beginnen soll, selber zu versorgen und dass wir Sachen abbauen können. Und der erste Schritt dafür wäre natürlich, Ressourcenscanner mal irgendwie in Orbit zu bringen, um den Mond zu kartografieren, was Ressourcen angeht. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht nebenbei machen können. So, jetzt machen wir aber erstmal den Multispektralscanner an. Jawohl, und der hat auch angefangen zu zählen. Das heißt, unser Biomscan vom Mond läuft jetzt. Unser Orbit ist ungefähr okay. Also ich lasse das mal einfach gelten. Da muss man jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Und noch eine Runde drehen. So, was habt ihr Schönes geschrieben? Probe-Programm mit Strategia. Das wäre natürlich eine Idee für Duna, aber ich würde auf Duna eigentlich auch gerne landen und ich glaube, dass das Duna-Programm dann mehr Kohle gibt. Aber noch sind wir mit anderen Sachen beschäftigt. Und zwar jetzt zum Beispiel eine Raumstation. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Wir haben schon wieder ein bisschen Hochwasser, scheinbar. Okay, ich muss unbedingt irgendwann rausfinden, welches Mod das verursacht. Wo ist mein R&D-Komplex da? Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas schon finden. Oder andersrum, wir gucken erstmal, ob wir irgendwas schon haben, um zu scannen. Was habt ihr denn geschrieben? Gelangweilter Blick nach links. Der ist nicht gelangweilt, sondern ich muss mich da natürlich konzentrieren und den ganzen Text lesen. Hier ist echt ein großes Fenster. Das hat ja überhaupt nichts mit gelangweilt zu tun. Ich wollte ja nur mal gucken, was ihr da so zu beschrieben habt. Scanner, das ist ein Container. Na gut. Wir haben Multispektralsensor, ein Radarscanner und das Science Stream. Okay, das sieht noch nicht so aus, als ob wir da irgendwie schon was Spannendes hätten, um irgendwie Ressourcenscans zu machen. Ich glaube, ich habe irgendwo schon so ein Carbonite Sampling-Dingsbums gehabt mal. Wenn, dann ist es aber wahrscheinlich bei Science drin. Genau. Ein tragbares Carbonite Sampling Kit. Also nach Carbonit können wir schon, aber mit Bodenproben halt nur suchen. Ich bräuchte halt irgendwas, womit man aus dem Orbit gucken kann. Ja, dann schauen wir mal ins R&D Center rein. Mal gucken, ob ich schon irgendwie an sowas rankomme. Weil das wäre natürlich ganz spannend. Ach, guck mal, ist wieder Ebbe, ne? Alles wieder gut. So, entweder hier irgendwo, Unmanned-Tech, Elektronik vielleicht. Relay-Antenne, nee, das sieht nicht so aus. Impact-Hammer, nö. Ach ja, eine Probe für den Karibu. Ach, guck mal, da sind sie doch. Das Surface-Scanning-Modul und ein Survey-Scanner. Das sind normalerweise die, mit denen kann man die einfachen Ressourcen finden. Aber hier ist scheinbar alles mit drin. Guck mal, hier ist aller mögliche Kram mit drin. Das ist der, den kann man, glaube ich, genau, maximale Höhe 1000 Meter. Das ist also der, mit dem man auf der Oberfläche rumfahren kann. Prinzipiell ganz interessant, weil wir haben jetzt auch diesen Caribou Base Truck, mit dem könnte man natürlich rumfahren auf dem Mond. Und hier ist der große, und ich hoffe, der kann auch alle Ressourcen. Hervorragend. Spricht ja eigentlich nichts dagegen, oder? Mal einen Scan-Satelliten. Ich glaube, das können wir uns sogar ganz knapp leisten. Ha! Ich kaufe mir das jetzt mal, weil dann können wir schon mal anfangen, Erfahrungen damit zu sammeln, was es so gibt. Und jetzt gucke ich der Neugierde halber mal, was als nächstes kommt. Kryogenischer Gas. Hier wird es echt langsam unübersichtlich. Konvertotron. Kryogenischer Gasseparator. Argonseparator. Was macht der? Pipes collects local atmosphere and uses a bunch of voodoo to separate it into useful gases like. Ah, okay, den kann man schon mal in der Atmosphäre aufstellen und Argon oder Xenongas damit ernten. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier sind dann auch Mining Drills. Da sind wir dann aber bei 550. Okay.
Das ist ein Carbonite Drill. Okay, also hier kommen wir dann wohl auch in die Abbaukategorie, wenn ich das richtig sehe. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Schmelzen, Converter, andere Harvester, der kann Rare Metals. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was wir auf dem Mond finden können und kombinieren das am besten mit einer Raumstation. Gut, jetzt lass mich mal überlegen, wo fangen wir am besten an? Wahrscheinlich müssen wir es einfach mal bauen. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir machen Satelliten und unten an den unten setzen wir dann das Kernmodul von der Raumstation ran. Dann können wir das zusammen hinschießen und dann erweitern wir das nach und nach. Das wäre jetzt so mein Approach an die Sache. Jetzt gucken wir mal. Das war der Gute, oder? Nee, das war nicht der Gute. Das war der Gute. Oder? Der ein bisschen mehr konnte. Ja. Gut, das ist also unser Probe Core. Und das wird dann der Moon Ressourcen Scanner. So. Zack. Und jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo wird jetzt natürlich auch dieser Scanner sein. Der wahrscheinlich riesengroß ist. Natürlich ist er riesengroß. Aber hey. Deshalb haben wir ihn ja gekauft. Sehr schön. Dann haben wir schon mal die Grundlage, auf der das Ganze passiert. Dann packen wir da jetzt noch ein bisschen Strom ran. Huch, das hat nicht so gut geklappt. Zack. Und ein bisschen Kontrolle zum Drehen. Und dann kriegt der so einen ganz kleinen Antrieb unten ran, damit wir den nachher in Polarorbit verschieben können. Und dann war es das auch schon für den. Und dann packen wir da unten drunter die Basis drauf. Ich glaube, das müsste schon reichen, ehrlich gesagt. So, also damit hat er 1700 Delta V. Das sollte locker reichen, um in Polarorbit zu wechseln und uns zu separieren. So, jetzt schauen wir mal. Ich habe ja jetzt mittlerweile A gelernt, wie Construction Ports funktionieren. Dinge, die man nicht tun sollte. Das heißt, das sollten wir gleich mal als Lektion mitnehmen für Leute wie mich. Und, wartet mal, der ist aber unter Construction oder so, ne? Und ich habe jetzt die größeren Docking Ports. Das heißt, ich würde jetzt auch anfangen, umzustellen auf die großen Docking Ports. Und zwar so, dann können wir den hier nachher abkoppeln. Also, das ist jetzt der Anfang von unserem Raumstationsmodul. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir schon irgendwas haben, mit dem wir direkt mal so ein Docking-Node hinbauen können, der in mehrere Richtungen geht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein, ja. Das hatte ich befürchtet. Das ist es auch nicht. Eigentlich wäre ja das hier ganz cool. Und jetzt müssen wir da irgendwas dazwischen stecken. Irgendwas Viereckiges. Oder was? Hexagonales. Okay, das ist jetzt wiederum ein bisschen zu groß. Aber vielleicht kann ich ja was skalieren. Wartet mal, ich habe ja hier den hier. Guckt mal. Ha! Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Dann machen wir hier nämlich mal unser erstes Modul draus, mit dem wir dann später weitere Raumstationsmodule anbauen können oder andocken dürfen. Wartet mal, jetzt habe ich mich selber verwirrt. So. Zack. So. Gut. Und dann machen wir hier einen Übergang in die Station rein. So, was nehmen wir als erstes Modul? Habe ich schon irgendwas richtig Spannendes? Das ist alles nur aufblasbar. Aufblasbar. Wir können natürlich direkt mit der Nom-O-Matic anfangen. Die ist aber auch ein bisschen groß, ne? Zack. Nom-O-Matic dran. Und ich glaube, so ein Octocore würde uns auch nicht schlecht tun. Damit wir dann noch ein bisschen
Equipment dran bekommen. Zum Beispiel eine Fuel Cell. Das haben wir ja gelernt, dass das ganz hilfreich ist. Und dafür nehmen wir dann auch mal ein bisschen Vorrat mit. Gern auch noch ein bisschen mehr. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Tanks von jeder Sorte mit dafür. Oxygen Tank. Und der Horzius ist jetzt ein Kommandant. Ich habe fast einen Herzinfarkt gerade gekriegt, als das Geräusch plötzlich kam. So. Warum ich einen Knoten nicht so anbaue, dass die Köbels durchkriechen können zu den anderen Stationssegmenten? Was? Ian, erläutere dich bitte. Ich würde gerne verstehen, was du mir sagen möchtest. Dann kann ich das vielleicht qualifiziert beantworten. So, dann haben wir hier die Nom-O-Matic. So, und was könnte man da noch? Na, ich lasse das jetzt erstmal frei. Mal gucken. Röhren statt Gitter. Röhren statt Gitter. Ich habe da irgendwas gesehen. Meinst du sowas hier? Das sieht aber doof aus. Ist das das? Transportation of Fuel Power, Waste Heat and Kerbals kann man dadurch transportieren. Aber die sehen doof aus. Ganz ehrlich? Die sehen leider nicht schön aus. Und man kann auch außen nichts ranbauen. Meh. Gefällt mir nicht so. Muss ich mich, glaube ich, erstmal mit beschäftigen, ob ich das so möchte. Vielleicht gibt es ja dann auch noch Knoten davon oder sowas. Aber das jetzt so an sich ist es noch nicht, muss ich sagen. Wenn ich da nichts seitlich anbauen kann. Gut. Jetzt brauchen wir noch irgendwas natürlich auch, wo jemand drin wohnen kann. Utilities. Utilities. Zwei Leute ist ein bisschen wenig, ne? Eigentlich können wir gleich den Großen nehmen. Ja gut, vielleicht habe ich die einfach noch nicht freigeschaltet hier. Vielleicht habe ich die noch nicht freigeschaltet. So, dann schon mal die Warnlampe anbringen. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich an Solarpanels mittlerweile aufbieten kann. Das ist noch nicht. Ne, das ist was anderes. Es ist noch nicht so viel besser geworden. Wir machen jetzt mal ein paar schon mal ran. Ne, Tundra-Gedöns habe ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht. Das ist, glaube ich, auch noch eine Weile hin, bevor ich das in die Finger gekriege. So, hier können wir, glaube ich, auch noch Solarpanels hinbauen. Nur halt schräg versetzt, dass wir nachher nicht mit den Stationssegmenten kollidieren. Und wo ich es gerade sehe, müssen da auch noch Docking-Ports ran, ne? Schwupp. 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 So. Gut, haben wir das. Und irgendwo müssen wir wahrscheinlich auch noch einen Probe-Core dazwischen schmuggeln. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Schauen wir mal, ob wir hier einen. Ranbekommen. So. Und dann kriegt der auch noch so ein paar passive Solarpanels. Ne, so rum und mehr davon. So. Ah, die Freuden des Skalierens. So. Sehr schön. Dann haben wir schon mal einen Probe Core. Mit ein bisschen Strom, dass das Ding auch steuern kann. Dann braucht das natürlich auch noch eine Antenne, damit das funktioniert. Ich überlege gerade, ob wir das Ding hier jetzt einfach duplizieren für unten
um von da aus weiterzumachen. Und das jetzt erstmal reicht, so als der Anfang. Wir brauchen noch Essen, fällt mir gerade ein. Essen wird wahrscheinlich noch helfen. Und so ein blöder Recycler.